Grüß euch, ich bin Julia Hochstrasser und dass wir heute Zeit auch sinnvoll nutzen, habe ich mir gedacht, ich koche heute was für euch und zwar machen wir heute Erdäpfelgulasch. So, und jetzt legen wir auch los mit der Zubereitung. Jetzt nehme ich mal Schweineschmalz und gebe es gleich in meinen Topf rein, damit es das einmal ein wenig schmelzen kann, währenddessen lassen wir den Zwiebel schneiden. So, den Zwiebel tun wir in schöne Würfel schneiden. So, jetzt haben wir den Zwiebel geschnitten. Jetzt geben wir den zu unserem Schweineschmalz rein, was jetzt schon ein wenig geschmolzen hat, damit das einmal ein wenig rösten kann. Passt, währenddessen, dass der Zwiebel jetzt da ein wenig ausschmitzt, ein wenig anröst, nehmen wir mal die Erdäpfel und schneiden sie. Wichtig ist, dass ihr es nicht klar schneidet, weil sonst verkochen sie viel zu schnell und dann werden sie gatschig und dann habt ihr keine Erdäpfel mehr und sollten schon noch irgendwas zum Beißen überbleiben. So, ich tue es jetzt einfach nur halbieren und vierteln. Kommt immer darauf an, wie groß das eure Erdäpfel ist. Die Erdäpfel haue ich zwischendurch wieder ins Wasser rein, weil dann werden sie mir nicht braun. So, und wenn wir jetzt die Erdäpfel fertig haben, geht es eigentlich nur mehr darum, dass jetzt der Zwiebel fertig einmal ausschwitzt. So, jetzt ist unser Zwiebel schon ein wenig schön ausgeschwitzt. Jetzt legt er sich unten schon ganz leicht an. Jetzt geht's los. Jetzt tun wir in die Paprika rein. Dann das kurz einmal umrühren, dass er eine Spur anresten kann, aber nicht zu viel aufpassen, sonst verbrennt er euch. Dann geben wir unser Schuss Essig, so. Schuss Essig dazu. Dann geben wir unser Liter Wasser dazu. Dann haben wir unsere ganzen Gewürze einmal rein. Den Pfeffer. Setzen. So, dann habe ich da noch einen Knoblauch, was wir dazu haben. So, jetzt hat das einmal aufgekocht. Die Erdäpfel habe ich mir gerade vorher angesiebt. Jetzt haue ich eigentlich immer die Erdäpfel rein. Das einmal kurz einmal umrühren. Wenn ihr jetzt seht, dass zu wenig Flüssigkeit ist, dass ihr ein wenig mehr haben möchtet, jetzt könnt ihr ruhig noch Wasser dazugeben. Für mich passt das jetzt da einmal. Und jetzt tun wir eigentlich nur einmal. Jetzt lassen wir es kochen für 20 Minuten einmal, dann schauen wir es einmal an. Geben den Deckel drauf, dran ein bisschen zurück, weil sonst brennt es sich auch an, es war auch schon um die Arbeit. Und dann sehen wir es in 20 Minuten wieder. Und jetzt schauen wir uns einmal kurz die Konsistenz an. Ja, schon nicht ganz gut aus, jetzt hat sich die Stärke ein wenig freigesetzt für die Erdäpfel. Jetzt geht es darum, um den letzten Schritt, jetzt die Würstel. Die haben wir jetzt währenddessen einfach in Zentimeterscheiben geschnitten. Die haben wir jetzt einfach einnehmen. Den einmal um. Dann lassen wir das jetzt nur halt ein paar Minuten kochen, damit die Würstel fertig sind. Und dann wird es eigentlich schon zum Essen. Endlich. So, jetzt sind unsere Würstel fertig. Jetzt legen wir uns in den Topf. Vorher haben wir es noch ein wenig angeschminkt, das ist eh klar. Jetzt geht es eigentlich nur mit uns anrichten. Wer natürlich nur eine leichte Frische möchte, kann man nur ein bisschen sauer haben. Das ist vom Geschmack eigentlich relativ gut. Und jetzt haben wir unser fertiges Erdäpfelgulasch. Geht ganz schnell, braucht es einen Handtopf dazu. Ich hoffe, es gelingt euch relativ gut beim Nachkochen. Und bleibt gesund und danke fürs Zuschauen.